haltet die Augen offen. Wir können ein bisschen schnell reisen. Mal gelootet. Jetzt tiefer rein. Und jetzt hier wieder raus, oder? Ach, hier sind wir. Das kommt mir bekannt vor. Ein Delfin. Ah, ja, auch an sie erinnere ich mich. Nicht befreien ist, wenn wir irgendwie hinkriegen, aber das Beweise finden könnte schwierig werden. Warum war eigentlich das Pferd gelassen? Heile runter. Unterbrechen wir uns jedes Mal das Genick. Wir werden anschließend von unserer eigenen Axt erschlagen. Da hinunter müssen wir. Klingt mir verdächtig nach Drache. Das ist wohl wahr, mein Freund. Wohl wahr. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Seid ihr jetzt schon wieder? Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt. Teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Jemand muss mir helfen. Ihr habt den lieblichen Honigbräu mit noch nie probiert? Hilfe! Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er lasst uns doch gemeinsam was trinken. Hilfe, jemand muss doch was unternehmen. Auf den dieses Honigbräumilch, das ist doch super. Ey, aber ich bin ja Not, lass uns helfen. Wollt ihr nicht helfen. Mit mir und meinen Gefährten trinken? Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben.
Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Das war ja nett. Darauf erstmal. Wir laufen genau die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen hier lang. Gehen wir mal erstmal hier entlang. Nebst nichts zu pflücken. Die Elfen. Geht weiter. Schon dabei. Ich glaube, hier muss ich lang. Fluss müssen wir aber nicht. In diese Richtung müssen wir irgendwie. Oh Gott, ich hau ab. Hier gibt's Ärger. Hören wir nicht. Mach du mal, Lydia. Suchen einen anderen Weg. Dieser Weg hier scheint auch als Ziel zu gehen. Ich weiß nicht, warum die hier das Symbol woanders hin zeigt, aber scheinbar müssen wir hier entlang. Ich spaziere geradewegs rein. Obwohl ich von hinten ankommen sollte. Hallöchen.
nur ein bisschen am Schnüffeln. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Oh, dieser Anhänger würde meiner Schwester sicher wundern. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Nicht mein Problem. Dabei sollen wir finden. Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiser. Seid ihr hier, um den Jahr zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam. Sie leben auch hier, mein Jarl. Das fürs Unter der Festung. Ihr da. Wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Ein Reisender, ich habe Fragen. Suche nach Arbeit, ich suche nach einem Haus. In Ordnung, ihr dürft euch dem Ton der Trauer nähern. Aber passt auf, was ihr sagt. Haltet auf der Straße die Augen nach Abgeschworenen offen. Ihr sprecht mit Egmund, Sohn des Rolfdir, Jarl von Markarth. Seid ihr Söldner? Leute wie euch kann ich nicht leiden. Keine Ehre, keine Loyalität. Unzuverlässig. Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Meine Kundschafter haben einen Anführer der Abgeschworenen aufgespürt, die sich in ihren blutdurchtränkten Lagern verstecken. Kümmert euch darum. Wir werden sehen. Eine Sidequest. Meine Wachen haben mir davon berichtet, arme Margaret. Und Augenzeugen zufolge hat der Täter unsinniges Zeug gebrüllt. Er sei ein Abgeschworener. Ich will eins klarstellen, Markarth hat durchaus seine Probleme. Aber es befinden sich keine Abgeschworenen in dieser Stadt. Die stellen nur da, wo sie leben, eine Gefahr dar, in den Hügeln und entlang der Straßen. Überall sonst üben wir die Kontrolle aus. Ja, ich weiß. Wir haben einige Vorteile, falls Sie hierher kommen. Die Stadt wurde in einen Berg hineingebaut, also ist sie schwer zugänglich, selbst aus der Luft. Und alles besteht aus Stein, selbst die Betten. Wir werden hier keine Probleme mit dem Feuer eines Drachen bekommen. Hier hat alles angefangen. Diese Rebellion. Als das Kaiserreich Reach während des Großen Krieges verloren hatte, verzweifelten wir. Wir versprachen einer Nordmiliz freie Ausübung ihres Glaubens. Im Austausch für ihre Hilfe bei der Wiedereroberung der Region. Dann kamen die Elfen dahinter. Wir sahen uns gezwungen, sie alle zu verhaften. Ulfric Sturmmantel, ihr Anführer, sah das Ganze als Beweis dafür an, dass das Kaiserreich Himmelsrand im Stich gelassen hatte. Die Rebellen nannten es den Markarth-Vorfall, der Gründungstag der Sturmmäntel. Damit begann dieser Krieg erst so richtig. Das Weißgold-Konkordat. Der Vertrag, den wir nach dem großen Krieg mit den Elfen schlossen, untersagt die Anbetung von Talos. Aber das hatten wir Ulfric und seinen Männern versprochen. Im Nachhinein mag es töricht erscheinen, doch damals hofften wir, dass die Elfen es nicht herausfinden würden. Als sie es dann doch herausfanden, hatten wir die Wahl. Entweder Ulfric und die Miliz verhaften, oder ein weiterer Krieg mit dem Altmeribund. Die Entscheidung fiel uns leicht. Und jetzt gefährdet Ulfric den trügerischen Frieden, für den wir so viel geopfert haben. Als der Altmeribund in die Kaiserstadt einfiel, hat die Armee die anderen Provinzen so gut wie sich selbst überlassen. Viele der unzufriedenen Einwohner von Reach nutzten die Gelegenheit, um das Kaiserreich zu entmachten und gründeten ein unabhängiges Königreich, wie sie es nannten. Es war nicht viel mehr als ein chaotischer Aufstand.
aber Reach unterstand 2 Jahre lang nicht mehr der kaiserlichen Autorität, bis wir es zurückeroberten. Doch die Anführer des Aufstandes schlugen unsere Friedensangebote aus. Sie flohen in die Hügel und wurden zu den Abgeschworenen. Habt kein Erbarmen mit diesen Abgeschworenen. Schön Tag noch. Verstanden? Das sind Beweise, sollen wir suchen. Ich bin der persönliche Schmied des Jarls. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht ein paar Stücke zu einem fairen Preis verkaufen kann. Okay. Oh oh. Wir sind fast tief gefallen. Ihr da! Seid ihr auch so ein kaiserlicher Lakai? Los, antwortet! Endlich jemand mit etwas Verstand. Das Kaiserreich ist dabei, alles zu zerstören, wofür Himmelsrand steht. Ehre, Stolz, den mächtigen Talos. Jarl Siegmund kann uns nicht mehr lange ignorieren. Da hat die Silberblutfamilie ein Wörtchen mitzureden. Uns gehört die Sidna-Mine. Das beste Gefängnis in Himmelsrand. Und Quelle der Hälfte des Wohlstands in dieser Stadt. Wir sorgen für die Sicherheit von Reach. Wir überschwemmen Markarth mit Reichtümern. Aber hört der Jarl uns zu, wenn wir mitreden wollen? Nein. Er übersieht dabei geflissentlich, dass Ulfric Sturmmantel diese Stadt vor den Abgeschworenen rettete. Ulfric ist ein Held und kein verdammter Verbrecher. Er benutzte die Drachensprache. Er brüllte diese Abgeschworenen von den Mauern. Dann führte er einen Trupp Nordkrieger hinein und eroberte die Stadt. Genau wie Talos selbst bei der Schlacht von Altheroldan, als er Reach aus den Händen dieser heidnischen Eingeborenen befreite. Ein wahrer Held der Nord, eine Legende. Ein Mann von solcher Größe, dass die Göttlichen selbst seine Seele in den Himmel holten und ihn zu einem Gott machten. Er begründete das Kaiserreich. Und jetzt haben sie sich von ihm abgewandt, um die Elfen zu beschwichtigen. Elfen! Herrschen die Elfen in Himmelsrand? Oder die Nord? Wahrscheinlich weder noch. Sie haben den großen Krieg angezettelt und beinahe die Kaiserstadt zerstört. Dann wählte der Kaiser den Weg eines Feiglings und kapitulierte. Jetzt schreiben uns die Elfen vor, was wir zu tun haben. Und sie wollen nicht, dass wir einen bloßen Menschen wie Talos als Gott verehren. Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Da hat man ein bisschen mehr gelernt. War hier nicht eben noch der... Moment! Das Dwemer-Museum darf ohne Erlaubnis des Hofzauberers nicht betreten werden. Okay. Kaltzelmo. Er ist der magische Ratgeber des Jarl. Aber die meiste Zeit verbringt er mit dem Erforschen der Ruinen. Wenn ihr hinein wollt, braucht ihr die Erlaubnis von Kaltzelmo. Er hält sich normalerweise vor Nichon Sel auf. Einfach den Tunnel herunter. Ah, ja. Silberblutfamilie wird Gehör finden. Wenn ich hier mal nach Beweisen suchen würde, sollte der ja danach gucken. Hundchen. Na, wie geht's? Ah. Okay, ja, schwere Tage für uns alle. Das
Kann ich mich hier irgendwie rumhören? Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Kümmert euch nicht um die Hunde. Sie werden nervös, wenn sie nichts gegessen haben. Ich muss... Bevor ihr irgendetwas sagt, nein, ich stamme nicht aus Reach. Nein, ich bin ein Bretone aus Hochfels und möchte nicht mit einem schmutzigen Einheimischen verwechselt werden. Mir ist egal, ob wir dieselben Vorfahren haben, aber diese Leute sind wilde. Und die Hälfte von ihnen abgeschworene Barbaren. Habt ihr gesehen, was sie essen? Was habe ich den Göttern getan, dass es mich so weit weg von meinem geliebten Daggerfall verschlagen hat? Ja, der edelste Hof in ganz Hochfels. Glaubt ihr, die Politik hier sei großartig? Tja, wir Bretonen haben die Politik erfunden. Da habe ich das Kochen gelernt und dort gehöre ich hin. Hier, unter all diesen Hunden, ist nicht mein Platz. Werft einen Blick darauf. Angekündigt von Bier, Brot, Käse. Sieht doch nicht schlecht aus. Also gut. Dank. Redet mit A- Das Putzen ist harte Arbeit. Gute, ehrliche Arbeit. Ihr habt die Ehre, mit einem Mitglied der Talmor zu sprechen. Sonnt euch in diesem Glanz. Als könnte diese felsige, erbärmliche Stadt einen Meer von so überlegener Bildung wie mich hervorbringen. Nein, ich stamme nicht aus Markart. Ich wurde geschickt, um die Belange der Talmor in dieser Ecke von Himmelsrand wahrzunehmen. Mein Auftrag besteht darin, die Verehrung Talos in dieser Stadt auszurotten. Es ist eine religiöse Angelegenheit. Die Talmor erkennen Talos nicht als einen Gott an. Er war nur ein Mensch und verdient keinen Platz in unserem Pantheon. Das Kaiserreich hat sich bereit erklärt, unseren Glauben zu akzeptieren. Und seine Bürger haben die Pflicht, ihre ketzerische Verehrung einzuschauen. Ihr seid ziemlich neugierig, nicht wahr? Das gefällt mir. Vielleicht hättet ihr Lust, mir bei der Lösung eines kleinen Problems zu helfen. Ogmund der Skalde. Er ist alt, angesehen und ich weiß ganz sicher, dass er bei sich zu Hause Talos anbietet. Aber der Jarl zögert, ihn verhaften zu lassen. Ich möchte, dass ihr in sein Haus einbrecht und Beweise findet. Das wollt ihr eh machen. Nicht für euch. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Keine Dietriche mehr. Okay, hier muss ich anbrechen. Verschwindet. Ja, ja. Schon weg. Jetzt weiß ich wohl, wo ich hin muss. Warte, bis der seine Schicht zu Ende getan hat. Und der Abbot. Steht der den ganzen Tag da rum? Scheint was zu
Wait, vielleicht können wir... Ihr habt hier keinen Zutritt. Wie also hast du mich gesehen? Gefunden. Ihr habt hier keinen Zutritt. Bin also schon weg. So. Presse Rarik. Wo finden wir jetzt Rarik? Ist alles in? Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Nicht hier. Kommt mit. Bleibt in meiner Nähe, dann lassen die Wachen euch in Ruhe. Okay. Wir gehören zu ihm. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Ich berate Igmund genauso, wie ich seinen Vater beraten habe. Nicht hier. Kommt mit! Ihr seid vermutlich hier, um mich zu erpressen. Habe ich recht? Nun, was wollt ihr? Ah, ihr seid einer von Ulfriks Spionen. Ich kann nicht leugnen, dass der Mann in manchen Dingen recht hat. Aber ich habe selbst gesehen, wozu Ulfrik fähig ist, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Sagen wir einfach, er ist kein Freund von Markarth und kein Freund von mir. Meine Loyalität gilt in erster Linie und ausschließlich meinem Neffen und dieser Stadt. Die Talmor müssten an mir ein Exempel statuieren. Ich würde ins Gefängnis kommen, aber die Ehre unserer Familie wäre auf Generationen besudelt. Ich bin der Onkel des Jarl. Er, sein Vater und ich selbst haben dem Kaiserreich geschworen, Talos abzuschwören. Als Bedingung für unsere Rückkehr in die Stadt. Was, wenn ich euch von einer großen Silber- und Waffenlieferung erzählen würde? Oh nein, ich werde euch nichts weiter erzählen, bis wir uns einig sind. Das wird mit dem Wagen nach Einsamkeit gebracht. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie noch ein. Die Karawane kommt sicher nur langsam voran. Die Lieferung ist ziemlich schwer und wird von vielen Männern bewacht. Und jetzt lasst uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Naja. Ich habe Briefe zu schreiben. Besser als nix. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Schon dabei. Meld dich bei Gamer Steinfuchs. Vergeudet keine Zeit mit Tacitus. Das bringt nichts. War schön hier, aber ich muss jetzt weg. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Papierjäger oder so.
Oh je. Die Arme. Schlüssel zum Zimmer. Ihr Götter. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ja, aber nicht mein Problem. Bei mir müsst ihr euch nicht entschuldigen. Ich hoffe nur, dass die Acht uns in Zukunft mehr Frieden bringen. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Aha. Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Schönen Tag noch. Das ist eine Sidequest. Die gehört, die ignorieren, weil kommt. Unser Pferd ist hinterher gekommen. Gläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Das Kaiserreich ist schwach. Darum bekämpfen wir es. Himmelsrand muss von den Starken. Gute Arbeit. Ich wusste, dass ihr mir etwas mitbringen würdet. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken. Trifft die Männer. Die sind wohl hier. Vielleicht können wir, wie es belegt, können wir irgendwo schlafen. Haltet die Augen offen. Talos möge euch leiten. Hoffentlich muss ich nicht wieder Wachdienst schieben. Okay. Ihr würdet lieber auf dem Feld arbeiten. Ich nicht. Nun kocht ein Welsken essen. Wir kriegen bestimmt wieder Hasen. Na, das ist das Pferd. Ich kann's schon nicht mehr riechen. Großartig. Ihr würdet lieber auf dem Feld arbeiten. Dann treffen wir die Männer nach einer kurzen Aufnahmepause. Nach einer längeren Aufnahmepause. Für mich kürzer, für mich länger. Alle. Hoffentlich trifft der Nachschub bald ein. So schlimm kann es nicht sein.